Das sind die Bilder, die unseren Blick auf Syrien prägen. Ihre Botschaft ist eindeutig. Das Regime von Bashar al-Assad schießt auf das eigene Volk, provoziert einen Bürgerkrieg. Eine Perspektive, die wenig Zweifel zulässt. Das, was als friedliche Rebellion begonnen hat und von Bashar al-Assad blutig niedergeschlagen worden ist, das hat durch die Unterstützung von außerhalb, durch den Einsatz massiver Gewalt auch von Seiten der Opposition eine völlig andere Qualität. Scharfe Vorwürfe kommen jetzt von einem ausgewiesenen Kenner der Region. Der Konflikt in Syrien bekommt durch seine Analyse ein anderes Gesicht. Es läuft alles darauf hinaus, dass die bisher teilweise unterdrückte Mehrheit der sunnitischen Bevölkerung islamistisch orientiert ist, dass sich hier eine gemeinsame islamistische Achse mit Unterstützung der Sunniten im Irak, im Libanon, in Saudi-Arabien ausbildet, die gewaltsam den Sturz wollen. Diese Komponente wird in der Medienberichterstattung völlig außer Acht gelassen. Damit wird das eher säkulare Syrien zum Schauplatz eines religiösen Konflikts. Dennoch sollen laut einer Umfrage der syrienkritischen Qatar Foundation nach wie vor 50% der Bevölkerung hinter Assad stehen. Eine Ablösung des Regimes, und das ist eben auch der Punkt, weshalb ein Großteil der Bevölkerung nach wie vor hinter Bashar al-Assad steht, würde bedeuten, dass hier sunnitische Islamisten die Macht übernehmen. Und das ist nicht im Interesse des großen Teils der städtischen syrischen Bevölkerung, die unter säkularen, weltlichen Bedingungen sehr viele Fortschritte erlebt hat, wirtschaftliche Liberalisierung und Ähnliches. Mit Bashar al-Assad kam im Jahr 2000 ein im Westen ausgebildeter Präsident an die Macht. Dieser führt zwar den diktatorischen Stil seines Vaters fort, öffnete Syrien aber für wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt. Der sogenannte Damaszener Frühling versprach die Reform alter Strukturen. Das Religiöse war im Falle von Syrien bisher kein Thema. Wir haben es mit einer säkularen, weltlichen Herrschaft von Bashar al-Assad zu tun. Die ethnischen Differenzierungen, die religiösen Gegensätze, die wurden weitgehend überdeckt. Aber genau diese Gegensätze brechen jetzt wieder hervor. Und es zeigt sich deutlich, dass vor allem die Oppositionellen, die Widerstandskämpfer, in erster Linie Sunniten sind, die zum Teil auch noch alte Rechnungen aus der Zeit des Vaters von Bashar al-Assad zu begleichen haben. Immer wieder hat Assad die Aufstände als lokalen und international motivierten Terror abgetan. In diese Argumentation passt dann auch, dass neue Akteure auf den Plan treten. Trittbrettfahrer, die den Konflikt für sich nutzen wollen. Von besonderer Bedeutung ist allerdings die Unterstützung, die der syrische Aufstand von Al-Qaida bekommen hat. Wir können jetzt feststellen, dass plötzlich die Sensibilisierung größer wird. Hier sunnitische Islamisten, das sind diejenigen, die zum Kampf gegen Bashar al-Assad aufrufen. Das sind diejenigen, die auch aufgrund der internationalen Vernetzungen dann mit großer Gefahr die Sieger in Syrien sein werden. Das heißt, das ist etwas, was weder der Westen will, was die syrische Bevölkerung zum größten Teil auch nicht will und was auch große Teile der arabischen Welt nicht unbedingt wollen. Klar positioniert haben sich das Emirat Katar und Al Jazeera. Der Staatssender, der im Westen inzwischen ein großes Renommee hat und auf dessen Quellen man sich immer häufiger bezieht, unterstützt wie zuvor in Tunesien, Libyen und Ägypten auch die syrische Opposition. Gegenwärtig steht Al Jazeera ganz klar parteiisch auf der Seite des Emirs von Katar und damit der konservativen Monarchien auf der arabischen Halbinsel. Al Jazeera hat in Katar seinen Hauptsitz und die Berichterstattung von Al Jazeera läuft überwiegend darauf hinaus, das wiederzugeben, was die Oppositionellen verbreiten und allenfalls mit kritischem Fragezeichen andere Stellungnahmen von Seiten der Regierung auszusenden. Die Radikalisierung des Konflikts, die Rolle der oppositionellen Freien Syrischen Armee und die mediale Begleitung durch ausländische Sender fördern den Zerfall des Vielvölkerstaats.
Assad gerät unter Zugzwang und wehrt sich gegen jeglichen politischen Druck, egal ob vom Westen oder von der Arabischen Liga. Die Freie Syrische Armee mit ihrer zunehmenden Bewaffnung liefert die Rechtfertigung für das Regime Bashar al-Assad, gegen diese Aufständischen vorzugehen. Die Lösung wäre nicht mehr Waffen, denn mehr Waffen wird nur zu mehr Blutvergießen, zu mehr Bürgerkrieg führen. Nach Meyers Thesen könnte der Konflikt Folgen für die gesamte Region haben. Die islamistische Gefahr droht, die gesamte arabische Halbinsel zu erfassen. Reduziert sich der Konflikt auf den alten Hass zwischen Schiiten und Sunniten? Und welche Rolle spielt der Westen? Wir erleben die Interessen der sunnitischen konservativen Monarchien auf der arabischen Halbinsel. Dahinter steckt natürlich auch die Rivalität mit dem Iran. Hier kann man eine wichtige Macht ausschalten. Dahinter steckt ebenso die Interessen, stecken die Interessen des Westens, stecken die Interessen Israels. Über Syrien kommen iranische Waffen an die Hisbollah. Wenn man Syrien, die syrische Regierung beseitigt, entfällt damit der wichtigste Unterstützer der Hisbollah, die wiederum Israel bedroht. Die Eskalation scheint unaufhaltsam. Das eindeutige Bild der Krise bröckelt. Der Umbruch in der arabischen Welt bedeutet nicht automatisch eine bessere Zukunft.